Was geht, Leute? Und heute geht es um die ersten drei Folgen der My Hero Staffel. Am Anfang gab es sehr viel Wiederholung. Beziehungsweise, ich fand so, die haben so relativ gut geregelt, dass sie nur eine halbe Folge Wiederholung gemacht haben. Aber ich finde das absolut nervig, dass sie gefühlt jede Staffel immer wieder die Kräfte wiederholen. Der hat die Kraft, der hat die Kraft. Das wissen wir doch mittlerweile alle auswendig. Also, ich glaube nicht, dass es noch einen gibt, der anders. Die. Also, ich glaube nicht, dass es noch einen gibt, der gerade die Staffel 5 guckt und nicht alle Kräfte von den Leuten weiß. Also. Eigentlich absolut unnötig, das immer wieder zu wiederholen. Ich muss sagen, ich finde das Intro bis jetzt am schlechtesten von allen My Hero Academia Intros. Vielleicht ändere ich auch meine Meinung auch noch. Bei Attack on Titan Staffel 4 fand ich das Intro auch erst nicht so gut. Aber jetzt feiere ich es absolut ab, immer wenn ich das Intro höre. Absolut am Wegdancen. Obwohl man die Staffel hier mit einer Wiederholung anfängt, finde ich, sie haben es trotzdem gut gelöst. Natürlich ist es nervig, wenn man die ganze Zeit diese Kräfte wieder zeigt. Aber generell feiere ich diese Kraft von Sugar Man. Also dieses Sugar Dope, so habe ich mich als kleines Kind immer gefühlt, wenn ich mir Süßigkeiten reingezogen habe. Jedoch sehe ich mich von den Fähigkeiten dann eher bei Tailman. Mit dem kann ich mich dann doch am besten identifizieren. Der kämpft ja auf jeden Fall in der Folge aggressiv wieder mit seinem Schwanz. Und bitte, einer muss Mirio helfen. Dem Bruder geht's gar nicht mehr gut, wie der lacht und aus diesem Wasser guckt. Das hat mich komplett geschädigt. Dann geht der Kampf weiter gegen die Top 2 und den Top 3 der Schule. Und Deku schafft es hier nicht und bringt es nicht übers Herz, einen Kameraden zu schlagen. Deswegen kommt Bakugo aus der Ecke raus und gibt ihm absolut eine Explosion ins Gesicht, obwohl er schon auf dem Boden liegt. Interessiert Bakugo gar nicht, ob er schon aufgegeben hat, sondern er haut ihm einfach die Explosion ins Gesicht. Die zweite Folge fängt direkt cool an, weil da sieht man direkt, dass Hawks und Endeavor von Davi überrascht wurden nach dem Kampf. Der kam einfach direkt auf die zu. Habe ich nicht mit gerechnet, dann ist er aber wieder abgehauen. Aber dann kommt die Szene, wo ich auf jeden Fall erst dachte, dass Hawks ein 31er ist. Er steht hier mit Darby in diesem Untergrund und ich dachte, er gehört auch zur Schurkenliga oder so. Aber dann macht er den doppelten 31er. Und dann kommt Endeavor endlich nach 10 Jahren nach Hause, nachdem er Zigaretten holen war. Ich glaube, der ist wirklich der schlechteste Vater in der Anime- und Manga-Geschichte. Vielleicht kann Goku noch ein Wörtchen mitreden, aber sowas hat selbst Goku nicht gemacht. Man muss Endeavor dafür Props geben, dass er sich bemüht, mit seiner Familie sich wieder gutzustellen. Aber wenn ich der eine Sohn wäre, ich wäre genauso rausgegangen. Also wenn der einfach nach 10 Jahren wieder zurückkommt. Gefühlt, man hat nie was von ihm gehört, einfach kurz die Mutter geschlagen. Da kommt er wieder zurück, nachdem er den Nomo besiegt hat und denkt sich, jetzt bin ich die Nummer 1. Jetzt kann man mal ein bisschen mit der Familie chillen. Dann sieht man, wie Deku hier diesen Traum hat, wo er die anderen Nutzer vom One for All vorher sieht. Dann sieht man diese Szenen, wie All for One seinen kleinen Bruder ein bisschen unterdrückt. Normale Geschwisterliebe, er wird böse. Er unterdrückt ihn ein bisschen, drückt ihm irgendeine Kraft rein, die dann insgesamt zu One for All wird. Ich glaube, er hatte seinem Bruder die Fähigkeit reingedrückt, Kraft zu speichern. Und da er schon die Fähigkeit hatte, die Kraft weiterzugeben, ist dann so das One for All entstanden. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, so müsste es gewesen sein. Die letzte Szene, die Endszene, ist sehr realistisch. In Dekus Alter bemerkt jeder irgendwann mal, dass sein Schlauch nicht nur zum Pinkeln da ist. So habe ich dann auch damals ausgesehen. Dann sehen wir Deku, der direkt zu All Might rennt und ihm von seinem Traum erzählen möchte. Ob All Might das jetzt genauso wissen wollte? Ich hoffe, er hat sich wenigstens die Hand gewaschen. Aber sei ihm gegönnt. All Might sagt auf jeden Fall, dass er sowas noch nicht erlebt hat mit den Vorbesitzern vom All for One. Also ist Deku hier sowas wie der Auserwählte. Dann kommen wir zum Übungskampf. Klasse A gegen Klasse B. Und Hitoshi joint den Kampf, weil er auch jetzt der Heldenakademie beitreten will, also in die Heldenabteilung gehen will. Ich finde seine Kraft sowieso voll geil mit Gehirnwäsche. Wenn er das richtig einsetzt, ist das übelst nützlich auch. Und wenn der Gegner vor allem nichts davon weiß. Wenn man was davon weiß, ist es nicht mehr so stark. Aber eigentlich finde ich, seine Kraft eignet sich am besten für einen Schurken. Vielleicht wird er auch noch böse oder so. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich könnte es mir auf jeden Fall bei seiner Kraft vorstellen. Sie wird auf jeden Fall dazu passen. Hitoshi Shinzo oder aka Shinzo Sasageyo hat hier auf jeden Fall gar keinen Bock auf Freunde. Aber die haben anscheinend auch keinen Bock auf ihn, also klatschen sie einfach. Aber wie man dann sieht, hat er anscheinend doch Interesse an einer Person, und zwar Froppy. Er guckt hier nämlich ihr absolut intensiv zwischen die Froschschenkel. Anscheinend waren in seinen Vorfahren irgendwo Franzosen. Der eine Bruder, der schon von Anfang an aussah wie eine Fußmatte, kann sich hier in so ein Biest verwandeln, wo er seine Sinne verstärken kann und seine Kraft, aber ein bisschen die Kontrolle über sich selbst verliert. Natürlich ein perfektes Opfer für die Gehirnwäsche von Shinzo. Dann sieht man nochmal Hitoshi, oder besser gesagt Aizawa 2.0, der hier noch so einen Stimmregulator hat, der einfach die Stimme von seinem Kollegen imitiert und dann dieses Biest kontrolliert mit seiner Gehirnwäsche. Auf jeden Fall voll stark. Wie gesagt, wenn der Gegner nichts davon weiß, ist diese Fähigkeit absolut overpowered. Wenn man was davon weiß, kann man sie relativ leicht umgehen. Außer er erwacht jetzt irgendwie nochmal seine Kraft und setzt nochmal einen oben drauf, dass er nicht mit ihnen sprechen muss, um sie zu kontrollieren, sondern sie berühren muss oder sowas. Das war's dann auch schon mit den ersten drei Folgen. Ein stabiler Start, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Jetzt geht's langsam rein.
Ich denke mal, dass am Ende von der Staffel auch noch ein guter Kampf kommen wird. Aber der Start war relativ in Ordnung. Die erste Folge, bisschen Wiederholung, aber danach wurde es okay. Ich finde es jetzt in Ordnung. Lasst mich auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen, wie ihr die Kraft von Shinzo findet. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein Abo da lasst. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.